Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gehen wir einfach mal so. Wir fahren heute mal nichts, wir laufen heute mal nichts. Und heute wollen wir einfach mal so spazieren gehen halt. Mal mit Mikro wieder am Start hier. Am Start ist auch gut. Wir gehen halt hier lang. Die Straße ist mir das zu weit. Ja, ich bin mir so dunkel. Ja, und heute wird mal kein Fahrrad gefahren. Ich bin gestern auch Fahrrad gefahren. Habe ich aufgenommen, aber zweimal hintereinander gleich eine Fahrradtour. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Wir gehen heute in den Wald, wie ihr schon mal im Titel gelesen habt. Und ja, was ist denn jetzt wieder? Jetzt müssen wir hier irgendwelche Autos. Wir gehen halt heute wieder in den Wald. Das heißt, wir waren lange nicht im Wald. Gehen wir halt heute mal wieder hin, endlich mal. Lange, lange Zeit. Und ja, ich habe da echt wieder Lust. Und ja, das machen wir jetzt.
Anfang werden Erdbeeren gespritzt oder, naja, ob halt, naja, ob die halt irgendwas bekommen. Also, wir haben es ja jetzt, wie spät? Ist gar nicht. Tja, allein im Wald. Ich mag eigentlich, also, Mama hat immer Angst um mich, wenn ich im Wald bin. Haben bestimmt eure Mütter auch, schreibt es mal gerne. Wenn man abends 17.46 Uhr noch im Wald ist. Okay, ja, das ist gefährlich. Ja. Aber wir gehen auch nicht zu weit. Ja, aber halt, ich kann so viel sagen, wenn ich da wirklich nochmal ein Video zu machen. Schreibt es auch in die Kommentare, ob ich ein Video machen soll. Wie, warum sind Erdbeeren so schnell reif? Oder warum kann man, gibt es Erdbeeren so schnell? Ja, okay, nochmal ein Video machen. Ja, das ist echt, also schöne Natur hier, also wie gesagt, ich kann euch auch mal in einem Video den ganzen Wald zeigen, aber das mache ich nicht heute, das mache ich auch nicht mehr die Woche, das wahrscheinlich im Sommer mal machen. Ja, ich gehe jetzt wieder zurück, weil, ja okay, wir wohnen auf dem Dorf, alles gut, aber es kann ja immer noch mal sein, dass irgendwer hier lang geht und... Also ich mag Wälder schon, ich finde es manchmal etwas gruselig, wenn irgendwelche Bäume knacken. Oh Gott, ey. Ich mag das persönlich gar nicht. Aber ich nehme jetzt nochmal den schönen Wald auf. Ja, hier ist echt schön, Leute. Ey, guckt euch mal dieses Grüne an. Ich weiß noch, wo wir da ja waren. Oder wo wir auch hier, zum Beispiel auch mal ein Waldvideo. Ich mal was von der Geschichte erzählt. War der Erste Weltkrieg. Oh Gott, da waren wir auch im Wald. Oder war das hier gar nicht? Doch, da waren wir auch im Wald. Oder auch so in verschiedenen Videos. Na gut, ich war noch gar nicht so oft im Wald. Ich hatte das auch geplant im Sommer auf jeden Fall oder Frühling. Und auch auf jeden Fall Sommer Waldvideos zu machen. Es ist echt schön hier. Na gut, ich gehe jetzt langsam mal raus hier. Weil so lange möchte ich auch nicht mehr bleiben. Ich möchte euch aber auch mal in einem XXL-Vlog euch mal hier zeigen. Unseren Wald einfach mal so. Es ist einfach schön hier ist. Ich gehe jetzt sonst noch ein bisschen in die Richtung, wo wir früher schon mal waren. Jeden Moment kommt hier eine. Er ist irgendwie kacke, das Fampi. Ich mache mir sehr viele, ich weiß. Das ist auch herrlich hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten mache. Naja, so ist okay. Ich gehe halt hier ein bisschen noch lang. Und mal hier ein. Mal sehen. So ist gut. So ist ein gutes Fun. Könnt ihr mir auch bitte mal in die Kommentare schreiben, was Bärlauch ist? Also ich zeige ja hier Brennnessel. Gut, ja. Aber was ist Bärlauch? Also ist ja so ein Salat. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ihr da was gesehen habt, jetzt auf, ja, auf die Aufnahme ohne Musik mal, weil wir wollen einfach die schönen Vögel heute mal hören einfach. Manche Bäume, guck mal, sind noch gar nicht aufgegangen. Da hinten mal so gucken. Naja, bis Juni wird auf jeden Fall alles grün sein. Es gibt sogar noch einen anderen Waldweg. Weiß ich gar nicht. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja... Was ist das denn? Das ist sogar auch noch eine. Hier. Das hier früher war mal eine Wildschweingrube. Das ist auch nicht mehr. Naja, ich gehe jetzt auch nicht mehr zu weit. Ich würde sagen, ich gehe jetzt auch zurück. Langsam, weil ich möchte lieber nach Hause. Ich werde euch aber auch mal am Wochenende, also auf jeden Fall in den, wie gesagt, im Sommer auch mal einen Wald zeigen. Aber muss es einfach so, weiß nicht, 11 Uhr oder so sein. 12 Uhr, 13 Uhr. Ich möchte das nicht zu spät aufnehmen. Nicht hier noch abends um 18 Uhr. Weil ich mag das nicht. Weil es ist...
halt ein bisschen gefährlich. Muss es nicht sein, aber oh, jetzt kommt ein Flugzeug. Hat einer den Zaun zerstört, angebaut. Und das hat alles was damit zu tun, weil die Preise steigen, weil... Hier liegt eine... Naja, jetzt mal nicht essen. Eine faule Erdbeere. Ich kann euch auch ganz genau sagen, warum die das machen. Machen die nur dafür, dass wir wieder mehr Öl haben. Weil Mehl und Öl, wie ist das zurzeit, gibt es ja leider nicht im Laden. Also, was dazu? Also, es gibt es ja im Laden, aber sehr schwer nur noch. Das ist ja echt so. Oder kriegt ihr viel Öl? Also, bei uns ist das nicht so. Wenn ich so Leute gehört habe, die mir auch so gesagt haben, ja, bei uns gibt es halt auch kein Öl. Das ist eine Eiche hier oben. Ja. Die Erdbeeren da vorne, seht ihr es? Ja, so ein bisschen das Grüne da oben. Ja, das sind ja halt Erdbeeren und wollten wir auch gar nicht drüber reden. Und das wird alles gemacht, weil Preise teurer werden und wegen dem Krieg, ja, ne? Ist das ja. Ist auch ganz viel Brennnessel. Wir haben auch Brennnessel hier auch schon angesetzt. Aber wächst viel. Kann ich euch nur empfehlen, auch Brennnessel. Könnt ihr auch schön Tee draus machen. Oh. Die Blüte ist denn hier im Juli, Juni? Juni, Juli so. Ja. Brennnessel geworden. Geht so rasant schnell. Ich staune immer jedes Jahr. Echt krass immer. Ja, ich würde da hinten zu dem Dorf, da gehe ich jetzt nicht mehr lang. Wir könnten vielleicht nur am See so lang springen. Ich zeige euch hier auch die ganze Natur. Das sind schöne Frösche. Die sind ja ausgestorben. Hier. Habt ihr nochmal gemacht? So ist es besser. Ja. Was ist mit denen passiert? Ich kann da hinten auf dem Feld auch nochmal drehen. Oder hier so die Umgebung am See. Hat den auch genommen. Das hört sich so an. Als ob ich keine Zeit hätte. Ich habe ja. Ich mache ja viel mehr YouTube, also habe ich. Naja. Filme eigentlich nicht immer. Ich habe schon lange vor. Dann kann ich das ja auch mal zeigen. Also wie ich es schaffe später auch in den nächsten Jahren. Und ja. Dann ist auch wieder ein schönes Dings. Oh. Kastanie. Ich werde auch bei diese. Nee. Guck mal hier. Das war mal so ein alter Stall. Das ist jetzt auch. Ich weiß nicht. Achso, das wollte ich sagen. Ich werde auch mal bald diese Geschichtsvideos anfangen, die ich früher mehr gemacht habe. Und mir haben ja auch einige Leute geschrieben, du wackelst so. Ja, ich werde die denn im Winter und Herbst wieder anfangen, wollen wir dran denken. Sag ich nur mal, heute übrigens sind 22 Grad, jetzt immer noch so 18 Grad, glaube ich, oder 20, um die Zeit halt, ne. Also wieder anzufangen. Die, wie heißen sie, die Hagebutten. Ja, da kommen ja noch Hagebutten-Tee machen, wenn es schmeckt halt. Wollte ich auch nochmal sagen, dass sie jetzt blühen. Wenn ihr auch schon auf der Suche wart nach Hagebutten, dann findet ihr die bei uns. Nee, Quatsch. Bei mir werdet ihr nicht wohnen hier. Aber bei euch bestimmt auch. Weil es waren die Orte haben schon 33 Grad. Jetzt hier im Mai. Es ist echt heftig. Wir sollen morgen 26 bekommen. Und Donnerstag den 28. Das ist irgendwie auch voll krass. Also morgen am Mittwoch, Donnerstag sollen 28 werden. Ein paar Pool-Challenges sehen. Heute mal kein Challenge-Video oder mal gar kein, irgendwie ein Video, was Challenge-mäßig ist. Gar nichts diesmal. Sagen, ach ja, das wollte ich noch zeigen. Hier sind die Erdbeeren. Und die blühen aktuell noch, guckt. Und jetzt am 17. Mai.
Ist jetzt, glaube ich, auch am 17. Mai, wenn ich es noch geschafft habe. Die letzten Videos habe ich mir vorgedreht. Suchen wir vor. So, checkt den Abspann in die Infokarte noch. Abonniert den Kanal. Also hier seht ihr in der Endcard, hier in der Endcard, seht ihr noch so Natur unterwegs, Vlogs und dann noch weitere Videos. Sagen, das war's Video. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Vlogs zu verpassen. Aber auch mal den Gartenvideo. Ja, wir kommen, wir sehen uns. Ciao. Ach, ich hab da echt Bock drauf. Das ist vor allem so eine Naturvideo, die ist hier wohl richtig krass. Das macht richtig Spaß im Moment. Wie gesagt. Okay, der nimmt mir auf jeden Fall nicht im Mund. Checkt Abspann ab, hab ich schon mal. Checkt einfach die Endcard ab, da seht ihr hier nochmal ein paar Naturvideos. Eine Playlist. Ja, dann tun wir ja auch nochmal eine Fahrradtour-Playlist. Wir sehen uns morgen hier, Naturvideos. Meine Endcard hier eingeblendet jetzt. Wir sehen uns, abonniert den Kanal und ciao.